Thermodynamik killt mich gerade. Es geht nicht nur dir so. Ja, und die Klausur nächste Woche? Da muss man doch wenigstens den ersten Hauptsatz begriffen haben. Ach komm, Maike, du machst dir Sorgen. Ich wette, das kannst du mir übermorgen alles erklären. Das reicht nur nicht. Ich muss mindestens ein 2 schreiben, um meinen Schnitt zu halten. Warum stresst du dich so mit den Noten? Du bist gut. Hast doch den Prof gehört. Gut sein reicht nicht. Man muss besser sein. Sehen wir uns dann morgen in der Bibliothek? Ja, gern. Ciao. Ciao. Was ist Ihnen denn passiert? Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Ist Ihnen schwindelig? Nee, es geht. Blutet nur ziemlich. Okay, ich schieb Sie dazwischen. Gehen Sie mal gleich mit meinem Kollegen mit. Brauchen Sie noch die Versicherung? Später. Ach du. Ja, es geht schon. Einmal hier entlang, bitte. Das sieht aber böse aus. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es leider nicht. Ich lag plötzlich auf der Straße. Hat das jemand gesehen? Nee, da war niemand. Haben Sie denn noch Erinnerungen an vor dem Unfall? Nur, dass ich mit einem Freund aus dem Seminar komme und zum Fahrrad gehe. Halten Sie bitte mal den Kopf still und folgen mit den Augen meinem Zeigefinger. Frau Bonhoff, ich vermute, Sie haben eine retrograde Amnesie. Ich würde ganz gern zur Sicherheit noch ein CT von Ihrem Schädel machen. Ist das unbedingt nötig? Naja, ich will einfach sicher gehen, dass Sie keine weiteren Schädelverletzungen haben, vor allen Dingen keine inneren Blutungen. Aber mir geht's eigentlich gut und ich muss dringend lernen. Okay. Was studieren Sie denn? Mechatronik und Verfahrenstechnik. Und ich habe nächste Woche eine Hammerklausur in Thermodynamik. Wow. Okay, Physik, schweres Thema. Ja. Sehr beeindruckend. Aber so ein CT dauert nicht lange. Versprochen. Okay. Gut. Herr und Frau Weber. Hallo, Sie sind zum ersten Mal bei mir. Was kann ich für Sie tun? Wir wollten eine zusätzliche Meinung haben. Sie sind uns empfohlen worden. Mhm. Es geht um das Baby? Das Herr Klein geht's gut in die Untersuchung, die sind auch alle top. Ja, mein Mann denkt, dass ich eher das Problem bin. Beschreiben Sie mir bitte mal Ihre Beschwerden. Mir ist andauernd schlecht. Ich kann kaum was bei mir behalten. Ich habe relativ viel Gewicht verloren. Aber das Schlimmste sind die ständigen Bauchkrämpfe. Ist das eher so ein Ziehen oder sind das richtige Krämpfe? Das sind richtige Krämpfe und der Schmerz geht durch und durch. Seit wann leiden Sie darunter? Seit 5 Monaten. Ja. Ich bin seit 5 Monaten krankgeschrieben. Und mein Mann hat sich ganz großartig um mich gekümmert. Besonders nachts, wenn die Schmerzen ganz schlimm werden. Wir können nicht mehr. Wir sind beide mit den Kräften völlig am Ende. Der Arzt, bei dem wir davor waren, der hat auch gesagt, es ist eventuell psychologisch. Jens, bitte. Also wegen der Schwangerschaft. Ja, wir wollten das nicht gleich vor Frau Ewald besprechen, dass sie nicht gleich denkt, dass ich eine Macke habe. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass du eine Macke hast. Ja, aber denken tust du es. Gut, Herr Weber, Schmerzen oder Krämpfe, wie Ihre Frau sie beschreibt, haben in der Regel physische Ursachen. Mhm. Und dem gehen wir jetzt mit einem frischen Blick auf den Grund. Danke, das klingt gut. Ja. Als erstes gucken wir nach dem Baby. Okay. Oh. War das jetzt wieder ein Krampf? Leberhaken von Elfi. Ach so. Gut. Einmal bitte hier rüber. Und was ist, wenn ich mich jetzt an gar nichts mehr erinnern kann? Lassen Sie es jetzt erstmal langsam angehen. In der Regel kommt die Erinnerung wieder zurück und dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Ja? Okay. 120 zu 80. Hervorragend. Vorsichtig. Dann haben Sie also bis auf die kurze Bewusstlosigkeit und die Schürfwunden keine weiteren Symptome eines Schädelhirntraumas. Gut, dann kann ich erst nach Hause und weiterlernen. Im Prinzip steht ihm nichts im Wege.
Allerdings, wenn Sie in den nächsten Tagen noch mal Kopfschmerzen oder Schwindel haben, dann kommen Sie einfach noch mal vorbei, ja? Okay, mache ich. Danke. Prima. Ach, und viel Glück bei der Klausur nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Nora, schicken Sie mir den nächsten Patienten rein. Danke. Also, das sieht alles ganz wunderbar aus. Dem Baby geht's gut. Die Herztöne sind gut. Offenbar hat Ihr Gewichtsverlust bisher überhaupt keine Auswirkungen auf die Entwicklung. Ja, ich mache mir nur so Sorgen, dass Lara auch genug Vitamine kriegt, weil sie muss sich ständig übergeben. Und ich zwinge mir jeden Tag Obstpüree rein. Also Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Dem Baby geht's wirklich gut. Okay, Entschuldigung, ich bin nur einfach so ein kleines, unser erstes Kind. Frau Weber, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind Ihre Schmerzen? 10. Okay. Sag mal, geht's noch? Ich bilde mir das so nicht ein. Entzündliche Prozesse im Bauchraum können sehr starke Schmerzen verursachen. Damit wir das ausschließen können, würde ich Ihnen gerne Blut abnehmen. Das hat Ihr Kollege auch schon gemacht, da ist nichts. Wir gehen systematisch vor. Dazu gehört die Blutuntersuchung, okay? Mhm. Okay, Entschuldigung. Natürlich lasse ich mir die Untersuchungsergebnisse vom Kollegen schicken. Und dann können wir sehen, ob sich Veränderungen ergeben haben. Es tut mir leid, die Schwangerschaft ist nur der reinste Horror. Ob Ihre Schmerzen überhaupt mit Ihrer Schwangerschaft in Verbindung stehen, das können wir noch gar nicht sagen. Jetzt finden wir erstmal raus, was hier los ist. Mhm. Frau Wolf, ich habe hier noch... Haben Sie eine neue Frisur? Mhm. Steht Ihnen gut? Danke. Ist das dringend? Ich würde Sie nicht drum bitten, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es wichtig ist. Ich brauche ein großes Blutbild. Meine Patientin ist 35 Jahre alt, ist in der 32. Schwangerschaftswoche, klagt über Übelkeit und Erbrechen. Und seit 4 Monaten hat sie massive Krämpfe mit starken Schmerzen. Erstes Kind? Erstes Kind, ja. Aber sie ist nicht der weinerliche Typ. Wir sollten die Schmerzen ernst nehmen. Na gut. Danke. Das kann noch warten, hm? Stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich find's schön. Sonst würde ich ja auf mein Zimmer gehen. Geht's dir denn wirklich wieder gut? Ja, alles fein. Läuft's denn? Ja, ich kapier's so langsam. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Hey. Hey. Was machst du da? Steuererklärung? Nein. Bernd hat gefragt, ob ich mir die Zahlen von seinem Treffpunkt Eisenach mal anschaue. Du hast doch hier schon eine Tabelle, dafür gibt's doch Computerprogramme. Ja, danke. Und wie läuft's bei dir? Ich hab ein Date. Super. Die aus der Verwaltung. Nee, das hat nicht gepasst. Ich bin heute Abend mit einer Pharma-Referentin verabredet. Cool. Ach so, klar. Roseli kann schon bei uns bleiben. Oder, Schatz? Ist doch okay, wenn Roseli heute bei uns ist. Ja, sicher. Ich wollte Roseli eh fragen, ob sie Lust auf einen Spieleabend hat. Lotte ist auch da. Ah, super, danke. Und was ist diesmal die Ausrede? So wie immer. Arbeit, Klinik. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Alles gut? Ich weiß nicht. Michaels Frauengeschichten interessieren mich wirklich null. Aber er vergisst Rosalie dabei und das geht gar nicht. Scheiße.
Vielleicht braucht das zur Zeit. Und Rosalie hilft es auch nicht, wenn er frustriert ist, oder? Stimmt. Aber warum sollte es ihn frustrieren, mit seiner Tochter Zeit zu verbringen? Er ist alleinerziehend. Da muss man Abstriche machen. Er ist nicht wirklich alleinerziehend, oder? Hat doch uns. Ob Rosalie das auch so sieht? Naja, ein bisschen oft ist sie schon bei uns. Aber guck mal, vielleicht will er einfach nicht, dass sie seine Frauengeschichten mitbekommt. Sie bekommt vermutlich mehr davon mit, als wir denken. Was ist denn los? Nichts, ich bin wohl kurz eingeschlafen. Du hast geschrien. Ah, echt? Ich hatte nur einen Albtraum. Ich bin gefallen in eine Schlucht. Du bist total gestresst. Du hattest früher schon immer so komische Träume. Ja, aber in letzter Zeit ist es irgendwie schlimmer. Ich habe ständig so ein komisches Gefühl. Was meinst du? Angst. Also, jetzt bringst du erstmal diese blöde Klausur hinter dich und dann wird das schon. Ja, und setz dich mal nicht so unter Druck, du schaffst das. Das sagst du immer so einfach. Bei euch war es noch anders. Aber bei uns herrscht eine riesen Konkurrenz um die guten Jobs. Spielen wir Romy oder Kanasta? Also ich bin für Kanasta. Ich bin die totale Kanasta-Chefin, aber wie du willst. So, ich muss los. Es ist echt blöd, dass ich diesen Nachtdienst übernehmen muss. Ist schon gut, Papa. Hoffentlich ist nicht so viel los und du kannst auch schlafen. Ach, das ist so süß von dir. Tschüss. Schönen Abend. Dir auch. Hat Michael einen neuen Duft? Riecht gut. Die Kinder? Ich weiß es nicht. Ich guck gleich mal. Echt? Ich wusste, ich werde es noch bereuen. Was bereuen? Mit der Schule weiterzumachen. Das frühe Aufstehen, das macht mich fertig. Und entspricht nicht meinem Biorhythmus. Aber als du das Praktikum gemacht hast, hat doch auch alles immer um 8 angefangen. Das ist was anderes. Das Labor hat Spaß gemacht. Ist davon noch eins für mich? Ja, klar. 1, 2. Danke. Wo ist denn Paul? Keine Ahnung. Paul? Paul! Paul! Komm mal, ich komm schon. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Tolle Wurst. Hast du mal gesehen, was Rosalie in die Schule mitnimmt? Michael macht hier richtige Sandwiches. Mit Salat und Remoulade. Vorsicht, Madame, sonst schmierst du die Brote für den Rest der Woche. Ausgeschlossen. Dann müsste ich ja noch früher aufstehen. Vielen Dank, Sir Christian, für die super leckere Stulle. Gern geschehen, Lady Lotte. Du kannst nachher was von mir abhaben. Aber wir müssen los, oder? Oh, verdammt. Der ist aber flott. Tschüss. 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 Ah, meine Tochter. Morgen, na? Mein Sohn. Christian, du hast mich gar nicht gefragt, wie es war. Wie war's? Gigantisch. Die Frau ist so toll. Ist das was Ernstes? Ich glaube schon. Deshalb wollte ich dich auch fragen, ob Rosalie heute Nachmittag bei dir bleiben kann. Tanja meinte, du machst früher Feierabend. Ja, du bist verabredet. Ja, genau. Also Victoria ist heute Abend auf einer Veranstaltung. Es geht nur heute Nachmittag. Nein, du bist mit deiner Tochter zum Schwimmen verabredet.
Stimmt. Und jetzt? Ja, ich gehe fischen. Echt? Das ist super. Bitte, Christian. Ich muss da jetzt am Ball bleiben. Ich freue mich riesig, mit deiner Tochter fischen zu gehen. Ich könnte dich küssen. Nein, bitte nicht. Tschüss. Tschüss. Was ist mit Michael los? Testosteron. Nieren- und Leberwerte sind ohne Befund. Auch bei der Urinprobe. Alles im Normalbereich. Ja, aber was stimmt denn jetzt nicht bei meiner Frau? Ich vermute, dass die erwartbaren Belastungen bei einer Schwangerschaft bei Ihnen extrem ausgeprägt sind. Man nennt das Hyperemesis gravidarum. Ich habe also eine Macke. Nein. Die Wahrheit ist einfach, wir wissen nicht, was der Auslöser wirklich ist. Dieses Hyper, also das kann für die Krämpfe sorgen? In extremen Fällen ja. Und das Schmerzempfinden ist ja auch von Mensch zu Mensch verschieden. Verstehe, ich bin also auch eine Heulsuse. Das sind Sie nicht. Ich bin mir sicher, dass Sie starke Schmerzen haben. Ich verschreibe Ihnen eine Dosierung von Paracetamol, die Ihnen helfen wird. Stärkere Schmerzmittel vertragen sich leider nicht mit der Schwangerschaft. Und dann schreibe ich Ihnen noch ein Antiemetikum auf. Das hilft gegen die Übelkeit und gegen das Erbrechen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr, weil ich weiß nicht, wie ich es noch länger aushalte. Du musst doch eigentlich immer so negativ sein. Ich meine, es geht um unser Kind. Kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Ich versuch's aber. Ich versuch's wirklich, aber ich kann nicht mehr. Das Ganze ist ein Albtraum. Herr Weber, das war nicht besonders hilfreich. Hallo. Lara Weber, Frau Ewald meinte Sie. Mhm, bitte sehr. Frau Weber, das ist nicht gut, wenn Sie jetzt in dieser Stimmung gehen. Kommen Sie doch bitte noch mal rein und lassen Sie uns sprechen. Wozu denn? Mein Mann weiß ja anscheinend, wer hier die Schultern allem trägt. Strahlt der Schmerz hinten in den Rücken? Prüfen Sie bitte, ob Dr. Kleist eine Sono von den Nieren machen kann. Jetzt gleich. Klar. Ganz ruhig atmen. Wir machen jetzt gleich eine Sonographie. Ja? Maike? Ist alles in Ordnung mit dir? Nee, mir ist irgendwie schrecklich. Leg dich einen Moment hin. Wie geht's dir? Schon ein bisschen besser. Hast du doch eine Gehirnerschütterung von dem Sturz? Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß jetzt wieder, warum ich gestern hingeknallt bin. Also das Nierenparenchym ist total unauffällig. Kein Konkrement? Nein, auch keinerlei Stauung. Aber ich bilde mir doch die Schmerzen nicht ein. Natürlich nicht. So wie Sie die beschreiben, glaube ich Ihnen das. Hier, bitte, Sie können sich wieder anziehen. Hast du denn schon mal Transaminasenwerte und Bilirubinwerte überprüft? An Leber und Galle habe ich natürlich auch gedacht, aber die Werte sind total unauffällig. Irgendwelche Entzündungsparameter? Auch unauffällig. Seltsam. Ich meine, die Schmerzen sitzen sehr tief. Vielleicht ist es ja das Tietze-Syndrom. Ja, darauf werde ich Sie nochmal abtasten. Du machst es schon. Ich taste Sie jetzt drüben nochmal ab. Okay. Hallo. Hallo. Entschuldigung, aber hat Dr. Kleist vielleicht noch mal Zeit für mich? Haben Sie immer noch Beschwerden? Mir ist eben noch mal schwindelig geworden. Und ich weiß jetzt wieder, warum ich gestern vom Rad gefallen bin. Hallo. Hallo. Können Sie sich wieder erinnern?
Ist ja wunderbar. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Mir ist nämlich schon vor dem Sturz schwarz vor Augen geworden. Was kann es denn sein? Also, das, was Sie beschreiben, deutet auf eine Synkope hin. Das ist eine kurze Ohnmacht. Solche Kreislaufbeschwerden können verschiedene Ursachen haben und Stress ist eine davon. Hatten Sie denn schon mal so einen Vorfall? Naja, also, dass mein Kreislauf rückspielt, kenne ich. Besonders, wenn ich Sport mache. Sport, also wenn Sie sich anstrengen. So wie Fahrradfahren zum Beispiel. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Nehmen Sie Drogen oder Medikamente? Nein. Wie sieht es denn mit Schlaf aus? Kriegen Sie genügend? Also nein. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich habe manchmal so ein Angstgefühl. Ich dachte immer, das hängt mit meinem Studium zusammen. Ich habe auch so komische Albträume. Albträume? Mhm. Können Sie diese Angst näher beschreiben? Es ist so, als käme eine Art Finsternis über mich. Und dann werde ich ganz ruhig und wage mich kaum zu rühren. Und ich habe richtig, richtig Angst. Okay. Frau Bonhoff, ich würde gerne Ihr Herz untersuchen. Warum mein Herz? Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich zu viel grübel. Also die Gefühle, die Sie beschreiben, die könnten auf eine gewisse Problematik hindeuten. Ich möchte aber erst sicher gehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir finden schon raus, was Ihnen fehlt. Dieses Tietze-Syndrom auch nicht ist, dann hätten wir uns das hier alles sparen können. Nee, für mich ist total gut, hier zu sein. Frau Ewald nimmt meine Schmerzen wenigstens ernst. Das mache ich auch. Ich war ja die letzten Monate dabei. Das kristallisiert sich doch immer mehr raus, dass das einen psychologischen Ursprung hat. Wie kommen Sie darauf? Es hat eine Weile gedauert, bis meine Frau schwanger geworden ist. Und das... Ja, was? Sag's. Ich habe überlegt, ob du das Kind gar nicht haben willst. Es gibt's. Wie kannst du das sagen? Ich kämpfe mich hier jeden Tag durch diese irren Schmerzen. Und du fragst dich, ob ich das Kind nicht will? Ja, das ist unterbewusst. Sowas. Also, ich meine, was soll denn das sonst sein? Herr Weber, hören Sie mir bitte zu. Nicht jede Schwangerschaft verläuft unproblematisch. Das ist also erstmal überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und wenn Komplikationen da sind, dann bringen die oft ziemlich große Verunsicherungen mit sich. Was ist mit dem Baby? Stimmt etwas nicht mit mir oder meinem Körper? Und diese Unsicherheiten, die führen oft zu noch größeren Problemen. Ja, also ich verstehe das alles, aber... Das bezweifle ich gerade, Herr Weber. Sie müssen jetzt für Ihre Frau da sein, mehr denn je. Und Sie müssen ihr vertrauen. Tut mir leid. Ich mache mir einfach so eine Sorgen, dass... Sie nehmen jetzt erstmal die Medikamente, wie besprochen. Und ich hoffe, dass die ein wenig helfen. Und dann will ich Sie beide morgen früh hier wiedersehen. Können Sie das einrichten? Ja. Ja. Sie sind ein Team. So, Ihr Herz sieht gesund aus. Bitte schön, Sie dürfen sich wieder anziehen. Sag ich doch, das ist nur der Stress. Ja, ich würde trotzdem ganz gerne noch ein paar Untersuchungen machen, Frau Bonhoff. Ja, aber ich muss dringend zurück an den Schreibtisch. Ja, das sollen Sie ja auch. Sie dürfen auch lernen. Aber ich würde dennoch ganz gerne ein Langzeit-EKG machen. Ja, damit kann man feststellen, ob Sie vielleicht vorübergehende Herzrhythmusstörungen haben. Und ich möchte gerne auf Nummer sicher gehen. Ja, und wie geht das? Wir haben ein tragbares Gerät. Das lege ich Ihnen an und das nehmen Sie mit nach Hause. Ja, dann ist gut. Hm? Darf ich Sie was Persönliches fragen? Ja. Wieso stressen Sie sich eigentlich da so rein mit dem Lernen? Das liegt doch nicht an mir. Bei der Konkurrenz da draußen muss man einfach besser sein als die anderen. Wer hat Ihnen das beigebracht? Ihre Eltern? Das sind Fakten. Tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie ein bisschen Druck raus. Mhm. Gut. Dann lege ich Ihnen jetzt die Elektroden an. Dann gehen Sie nach Hause, lernen. Und morgen, wenn die Ergebnisse vorliegen, kommen Sie wieder her. Mache ich. Prima.
Kennst du die Frau eigentlich, mit der sich Papa trifft? Was? Naja, Papa schreibt ständig Textnachrichten. Angeblich mit der Klinik, als ob. Das kann doch gar nicht sein. Papa hat sich gestern echt lang im Bad frisch gemacht. Bestimmt nicht für die Nachtschicht. Rosalie, ich weiß gar nichts von der Frau. Ich verstehe nur nicht, warum das alles heimlich sein muss. Weißt du, wir hätten seine Freundin doch auch einfach mitnehmen können zum Schwimmen. Dann wären wir wenigstens zusammen gewesen. Komm mal her. Manchmal ist es alles nicht so einfach, wie man denkt. Und ich glaube, dein Papi, der braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit. Ja, willst du jetzt hier noch ewig rumsitzen? Willst du die Fische? Ja. Und? Wart ihr erfolgreich? Vier dicke. Die reichen für uns alle. Oh, war das jetzt eine Einladung zum Abendessen? Dann mache ich die Fische schon mal fertig. Okay, gehst du in die Garage und spülst sie mal mit Wasser aus, ja? Mach ich. Danke dir. Und, wie ist es bei euch? Nun sag doch mal, ist das soweit alles in Ordnung? Hier? Ja, klar. Also, ist richtig gut. Also, ich find's auch gut. Ein Ort der Begegnung. Nachmittags Kaffee und Kuchen, Spiele, Veranstaltungen. Ja, aber was ich ja ganz toll finde, ist diese Beratung, die Bernd da machen will. Also, das ist ja eine ganz, ganz große Hilfe bei Behördengängen. Das finde ich ganz toll. Allerdings, das Loch in der Finanzierung gefällt mir gar nicht. Also, guck mal hier. 20.000 Euro für zwei Toiletten und Sanitäranlagen. Ich meine, das ist echt happig. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also, meine Rente ist nicht gerade üppig. Aber wir haben beide Ersparnisse und Bernds Pension ist ordentlich. Moment mal. Ihr wollt mit eurem eigenen Geld einsteigen. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, wir werden ja auch nicht jünger. Und irgendwann werden wir Hilfe brauchen und dann werden wir auf jeden Euro angewiesen sein. Ja, das ist ja richtig. Aber wer weiß denn, was die Zukunft bringt? Und das Geld, das ist da und wir brauchen es jetzt. Ich meine, sonst ist doch alles aus, bevor es angefangen hat. Warum gibst du nicht die 20.000 Euro an den Treffpunkt Eisenach zunächst mal als zinsloses Darlehen? Ja, Donnerwetter. Ja, da ich nicht selbst drauf gekommen bin. Ja, also wirklich, Bernd. Und da vergeuden wir hier Christians Zeit. Nach sowas. Ach, hallo. Hallo, Michael. Hallo. Wollt ihr schon wieder gehen? Ja, aber zum Essen sind wir dann wieder da. Du kannst ja inzwischen mal drüber nachdenken. Wir brauchen noch einen Kassenwart. Klar. Und ich mach mir Gedanken. Tschüss. Tschüss. Kassenwart, war das deine Idee? Nee, da sind die völlig alleine drauf gekommen. Ich muss mit dir reden. Müsst du auch ein Feierabendbierchen? Nee, du hörst mir jetzt mal zu. Deine Frauengeschichten sind mir wirklich egal. Aber dass ich deiner Tochter immer irgendwas vormachen muss, das geht nicht. Meine Frauengeschichten sind ja auch meine Sache, oder nicht? Ja, aber wenn du Tanja und mich reinziehst und wir Rosalie anlügen müssen, dann geht das einfach nicht. Anlügen? Gehst du damit nicht zu weit? Ich meine, wir sagen ihr nur nicht die Wahrheit. Kannst du aber vergessen. Sie hat nämlich selbst rausgefunden, was läuft. Ja, dann ist sie nicht mehr so klein, wie wir denken. Ganz genau. Aber ich habe auch meine Bedürfnisse. Und ich versuche, Rosalie nur vor diesem ganzen Beziehungskram zwischen Erwachsenen zu schützen. Es geht auch nicht darum, dass du Rosalie sagst, was du genau mit wem machst. Ja, genau. Es geht darum, dass sie ein Recht hat zu erfahren, dass sie nicht in Konkurrenz zu irgendwelchen Affären steht. Willst du mir jetzt sagen, dass ich sie vernachlässige oder was? Sie wäre gerne mit dir schwimmen gegangen. Also warum denkst du nicht drüber nach, ob diese ganzen Bettgeschichten das wirklich wert sind? Ich suche eine Partnerin und keine Bettgeschichten. Klar. Deswegen steigst du ja auch mit so einer Pharmatussi ins Bett und du schreibst anschließend Verträge. Das sagst ausgerechnet du, wo du eine Praxisgemeinschaft mit Tanja hast, aufgrund ihrer Qualifikation oder was? So, das ist ganz dünnes Eis, mein Freund. Ich glaube, du hast nicht verstanden, wovon ich rede. Deine Tochter weiß im Moment nicht ganz genau, wie wichtig sie dir ist.
Frau Bonhoff, wissen Sie, was Herzschlappern ist? Nein. Ich habe hier auf Ihrem Langzeit-EKG verlängerte QT-Zeiten entdeckt. Das hier zum Beispiel war heute Morgen. QT-Zeiten? Unser Herz wird ja von elektrischen Impulsen in den Zellen gesteuert. Und wenn die nur minimal verschoben sind, dann kann unser Herz ins Stolpern geraten. Nehmen Sie wirklich keine Medikamente? Nein. Hatten Sie vielleicht schon mal was an der Schilddrüse? Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Also mein Herz stolpert. Ist das dann auch der Grund für meine Aussetzer? Tja, genau das versuche ich herauszufinden. Diese QT-Verlängerung macht mir wirklich Sorgen, Frau Bonhoff, und deswegen würde ich Sie gerne in die Klinik einweisen. Und zwar sofort. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Nur weil mir manchmal ein bisschen schwindelig wird. Sie leiden an Herzrhythmusstörungen und wir kennen die Ursache nicht. Das kann bis zum Herzstillstand führen. Mein Vater hat mir gestern erst gesagt, dass ich das schon immer hatte. Also, dass es mir oftmals schlecht ging, wenn ich unter Druck stand. Das hat aber nichts mit Druck zu tun. Ich bitte Sie. Es ist wirklich wichtig. Das geht nicht. Nächste Woche nach der Prüfung vielleicht. Gut. Einverstanden. Was ist Ihnen eigentlich wichtiger? Karriere oder Gesundheit? Das Medikament gegen die Übelkeit und das Paracetamol haben anfänglich total gut geholfen. Ich war erleichtert und auf einmal kommen diese Krämpfe wieder. Es tut mir sehr leid. Das heißt, dass wir etwas übersehen haben. Ja. Wahrscheinlich, dass mein Mann recht hat und ich das Kind nicht will oder psychische Probleme habe. Das glaube ich nicht. Wirklich nicht. Das Problem ist, dass die Laborergebnisse unauffällig waren. Und das zusammen mit ihrer Schwangerschaft hat alle auf die falsche Spur geführt. Und jetzt? Wir müssen ihre Bauchorgane überprüfen. Das machen wir mit einem Ultraschall oder mit einem MRT. Das Problem ist, dass es aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft sehr kompliziert ist. Ich muss das mit den Kollegen besprechen. Okay. Ach, hallo. Tut mir leid, bin ich eher weggekommen. Hallo, Frau Ewald. Gut, dass Sie da sind. Einen Moment bitte. Okay. Hey, Schatz. Ja? Ja. Müssen wir Ihren MRT machen? Welche Befürchtungen haben Sie denn ganz konkret, Frau Kollegin? Für mich hört sich das mit Ihrer Patientin mehr nach Hysterie an. Also bei meiner Untersuchung war die Patientin alles andere als hysterisch. Ja, aber die Laborwerte sind alle normal. Das kommt immer wieder vor, wenn chronische entzündliche Prozesse nicht an die Blutbahn angeschlossen sind. Also ohne konkrete Gefährdung kann ich kein MRT bei einer Schwangeren durchführen. Ja, dann bleibt nur der Ultraschall. Schatz, du weißt, bei einer Schwangeren in der 32. Woche ist es äußerst schwierig, die inneren Organe darzustellen. Könntest du es trotzdem versuchen? Natürlich. Wenn alle Stricke reißen, dann mache ich noch ein MRT ohne Kontrastmittel, okay? Danke. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oder soll ich anders liegen? Das ist ganz lieb von Ihnen, aber Ihr Baby ist leider schon so groß, dass es alle Organe auf die Seite drückt. Ich habe ein bisschen Probleme, jetzt hier die Leber zu finden. Ah, da ist sie. Und? Sieht gut aus. Auch keinerlei Aszites. Es wären Ansammlungen von Flüssigkeit in der Bauchhöhle. Es kann jetzt ein bisschen unangenehm werden. Ich muss die Gallenblase suchen. Oh! Da ist sie. Oh. Kein Wunder, dass Sie Schmerzen haben. Warum? Was ist los? Ihre Gallenblase ist extrem entzündet und sie haben auch zwei große Steine. Gallenkoliken sind berüchtigt für ihre Schmerzintensität. Jetzt sollte ich sich wieder anziehen. Ja. Ist das gefährlich oder? Also, bei der Größe und der Entzündung, da werden Sie nicht umhinkommen, dass wir die Galle entfernen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann. Danke. Ja, gern. Ich muss leider noch zum anderen Patienten, aber alles Gute, ja? Gut. Das klingt alles total schrecklich, aber ich bin einfach nur erleichtert. Das kann ich verstehen. Also,
Man kann die Galle auch während der Schwangerschaft laparoskopisch entfernen. Dabei geht man mit einem Endoskop durch einen kleinen Schnitt in die Bauchhöhle und entfernt das Organ minimalinvasiv. Aber es gibt ein Aber. Wie bei jeder Operation kann es zu Komplikationen kommen. Es birgt ein geringes Risiko. Und was schlagen Sie vor? Wir könnten auch versuchen, durch eine spezielle Diät die Galle zu beruhigen und ihre Schmerzen zumindest zu lindern. Okay, das verstehe ich. Also erst die Geburt und dann der Eingriff. Sicher. Ja. Jetzt, da ich weiß, dass es nicht an mir liegt und nicht an der Schwangerschaft und nicht an Elfi, schaffe ich das schon. Es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe, okay? Mach's wieder gut. Versuch's mal. Tut mir leid, dass ich dich gestern versetzt habe. Ach, das kenne ich schon. Deine Arbeit ist wichtig. Rosalie, ich weiß, dass du weißt, dass ich gestern nicht in der Klinik war. Ich war nicht ehrlich zu dir und das ist nicht in Ordnung. Ich war gestern mit einer Frau verabredet, für die ich mich interessiere. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. So ein bisschen so wie damals, als du mir nicht sagen wolltest, dass du Mama vermisst. Weißt du noch, um mir nicht weh zu tun. Darf ich dich in Zukunft dann auch belügen, wenn du dir keine Sorgen machen sollst? Nein, auf keinen Fall. Ab jetzt sind Lügen zwischen uns absolut verboten. Ab jetzt ist aber unfair. Ja, ich weiß. Hast du denn morgen Nachmittag schon was vor? Weiß ich noch nicht. Wieso? Ich würde gerne mit dir schwimmen gehen. Okay, dann haben wir ein Papa-Tochter-Date. Nein. Wir zwei, wir haben keine Dates. Wir haben Verabredungen. Komm her. Ich verstehe das immer noch nicht. Ist das jetzt was Ernstes oder nicht? Dr. Kleist meint ja. Aber mir geht's gut. Wenn es die letzten Jahre kein großes Problem war, dann macht doch die eine Woche keinen Unterschied mehr. Und was ist mit deinen Ängsten? Hm? Durch diesen Stress hier, da machst du doch alles bloß noch schlimmer. Ich will dieses Studium schaffen, Papa. Kind. Das weißt du doch. Als Erste in der Familie. Da kann ich doch nicht einfach ins Krankenhaus jetzt. Also diesen Blödsinn, den kannst du jetzt Dr. Kleist noch mal persönlich erklären. Bin gespannt, was er dazu sagt, dass du nicht ins Krankenhaus gegangen bist. Mama, das nervt jetzt wirklich. Maike? 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 Maike! Wiebke? Praxisgemeinschaft Kleist. Frau Mann, Wiebke Bonhoff hier. Maike! Frau Bonhoff, was ist los? Maike liegt auf dem Boden, die ist ohnmächtig. Jetzt in diesem Moment? Ja. Jan, rufen Sie einen Notarzt. Maike Bonhoff ist ohnmächtig und reagiert nicht. Verdacht auf Herzrhythmusstörung. Alles klar. Frau Bonhoff? Bleiben Sie ganz ruhig, der Notarzt ist unterwegs. Ich gebe Ihnen jetzt mal Dr. Kleist. Maike Bonhoff ist ohnmächtig, reagiert nicht. Patientin Maike Bonhoff. Frau Bonhoff, ist Ihre Tochter ansprechbar? Nein. Okay, wenn Sie, der Notarzt ist unterwegs, das kann aber noch ein bisschen dauern. Du sollst den Puls am Hals fühlen. Was? Fingerkuppen seitlich neben dem Kehlkopf. Hm? Nix. Okay, hören Sie, Sie müssen jetzt eine Herzdruckmassage durchführen. Das ist ganz einfach. Stellen Sie das Telefon auf laut. Ja, mache ich. Gut. Bitte legen Sie jetzt eine Hand auf das untere Drittel des Brustbeins und die andere Hand legen Sie da drüber. Dann strecken Sie die Arme durch. Ja? Jetzt beginnen Sie mit der Herzdruckmassage. Ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Selbstverständlich können Sie das. Hören Sie, Sie müssen jetzt Ihre Tochter das Leben retten. Ja? Arme durchstrecken. Was jetzt? Fangen Sie jetzt bitte an. Eins, zwei, drei. So denken Sie an ein schnelles Lied. Staying Alive zum Beispiel. Ja. Was? Nein. Ich habe... Was ist, wenn ich ihr wehtue? Sie können ihr nicht wehtun. Das Schlimmste ist, wenn Sie jetzt nichts tun. Sie retten das Leben Ihrer Tochter. Und zwar jetzt. Fangen Sie an. Eins, los. Zwei,
3. Staying alive. Staying alive. Staying alive. Staying alive. Wir übernehmen. Gehen Sie bitte zur Seite. Okay. Hallo? Wir haben wieder Puls. Frau Bonhoff. Herr Dr. Kleist, Dr. Hertrich, Notärztin spricht. Sind Sie noch dran? Ja. Wie ist der Zustand der Patientin? Wir haben wieder Puls. Wir haben Ihre Patientin wieder. Gott sei Dank. Hervorragend. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Du hast unsere Kleine gerettet. Das EKG ist völlig unauffällig. Nichts zu sehen von QT-Verlängerungen. Mhm. Das passt. Haben Sie schon einen Verdacht? Ja, Kalium ist es nicht. Und Ihre Tochter nimmt auch keinerlei Medikamente, die ein QT-Syndrom erklären könnten. Du denkst an ein Long-QT-Syndrom? Naja, die Ergebnisse sprechen für sich. QT was? Das ist ein Gendefekt, der vererbbar ist. Das QT-Syndrom bedeutet quasi die Verlängerung des Entspannungszustandes im Herzen vor dem nächsten Schlag. Ein Gendefekt? Naja, sagen wir so, Ihr Herz ist gesund, aber die Steuerung funktioniert nicht richtig. Gibt's dagegen Medikamente? Ja, allerdings kann man den Gendefekt als solchen nicht behandeln, nur die Symptome. Also muss ich jetzt mit einer tickenden Zeitbombe in meinem Körper leben? Nein, um Gottes Willen. Machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt, wo wir wissen, was es ist, können wir Ihnen auch Medikamente verschreiben. Wir werden in den nächsten Tagen die Dosierung einstellen und die Diagnose auch noch mal durch einen Gentest absichern. Sie sollten allerdings in Zukunft körperlichen und emotionalen Stress meiden. Kein Stress. Kein Stress. Wie macht man das? Das kann man trainieren. Allerdings werden Sie Ihre nächste Klausur wohl verpassen. Kein Problem. Mir ist jetzt klar, dass meine Gesundheit vorgeht. Ja, dann schreiben Sie ab jetzt bitte Einsen, weil Sie Spaß dran haben, ja? Ja, und nicht, weil Sie Angst haben, dass nicht aus Ihnen wird. Okay. Also, machen Sie es gut. Danke. Wissen die Kinder Bescheid? Ja, die kommen gleich. Wartet mal. Ich wollte mich noch bei euch entschuldigen. Ich war ziemlich egoistisch und du hattest natürlich recht mit deiner Standpauke. Ja, aber du bist ja trotzdem ein guter Vater. Und Rosalie weiß das ja auch. Ja, ich hoffe, dass sie das weiß. Es ist einfach ein bisschen viel so alleine. Davon können wir alle ein Lied singen. Aber es gibt Hoffnung. Ja, und die stirbt zuletzt. Und solange werde ich mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, versprochen. Ist das eine Drohung? Nein, versprochen. Morgen. Guten Morgen. 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 Wow. Oh, wo ist denn die Butter? Die ist leider alle. War das nicht deine Aufgabe, die zu kaufen? Ja, na und, hab ich vergessen. Wäre schon perfekt. Na, ich?